Fallen Crusader. Hi. Ich habe mein bestes mein bestes Yakuza Outfit zusammengestellt, das ich im Kleiderschrank gefunden habe. Auf die Schnelle. Sudala. Genau, bei Yakuza. Ich zeige euch heute jetzt eben Yakuza Like a Dragon mal, weil das Spiel finde ich wirklich ziemlich cool und ziemlich witzig und auch wirklich gut. Also das ist nicht nur so komischer Japano-Trash, sondern auch ein wirklich gutes Spiel mit einer echt coolen Story auch. Es ist so ein bisschen so punkig, rock'n'rollig, so nett, so das Punk-Spiel unter den Japano-RPGs, würde ich sagen. Aber total cool, gefällt mir echt gut. Wir starten das Spiel nicht von vorne, weil wie alle oder viele Japano-RPGs hat das Spiel eine relativ gemächliche Progression. Es schaltet die Features relativ langsam frei, aber dafür halt über Dutzende von Stunden hinweg immer wieder was Neues. Deswegen steigen wir da ein, wo ich bin, und ich erkläre so ein bisschen, was gerade los ist und was wir gerade machen können und was wir gerade machen wollen. Hi, The Clodo. Hallo. Und versuche euch zu vermitteln, was ich an dem Spiel cool finde und warum und wer und weswegen. Sind wir soweit? Fangen wir an? Okay. Yakuza, Like a Dragon. So, ich bin bereit. Tolle Ladezeiten schon mal auf jeden Fall. Okay, also, das hier ist unser Protagonist, Ichiban. Hallo, Desert Trailgun. Ichiban heißt so viel wie der Erste oder der Beste und ist so eine Anspielung drauf, dass er halt der Player-Charakter ist, ne, der Protagonist. Und Ichiban ist ein gescheiterter Yakuza. Der war ein relativ kleines Licht bei einer relativ kleinen Yakuza-Familie und wurde dann quasi, also hat dann quasi einen Mord, den er gar nicht begangen hat, auf sich genommen und war 20 Jahre lang im Gefängnis dafür. Und jetzt, ist ja ganz alleine und verstoßen und hat niemanden mehr. Ich will nicht zu viel spoilen, aber so viel mal zu unserem Protagonisten quasi. Das ist unser Held hier in Yakuza. Man muss noch dazu sagen, dass er ein sehr großer Dragon Quest Fan ist, was ihn ja schon mal sympathisch macht. Und er sagt öfter, er möchte quasi ein großer Held werden oder sein. Und wenn er kämpft, wenn er in eine Prügelei verwickelt ist, dann stellt er sich das immer vor wie in Dragon Quest. Er stellt sich vor, der Protagonist in Dragon Quest zu sein. Und deswegen sehen die Kämpfe auch so aus. Yakuza war immer ein Fallen Crusader, Dankeschön für die Bits. Yakuza war immer ein Echtzeit-Kampfspiel. Ich glaube, mein Mikrofon ist ein bisschen laut, ne? Merke ich gerade. Yakuza war immer ein Echtzeit-Kampfspiel und wurde jetzt in dem Teil zum rundenbasierenden Spiel, weil eben, wie gesagt, unser Protagonist wäre gerne der Dragon Quest Held und so stellt er sich die Kämpfe vor quasi. Die anderen beiden Mitglieder in unserer Party sind ein Obdachloser, der früher Krankenpfleger war, aber gefeuert wurde, weil er Medikamente geklaut hat. Das ist quasi unser Magier und unser Heiler in unserer Bande. Der kann Elementarangriffe heilen und so weiter. Zum Beispiel hier alkoholische Flamme. Und den dritten, den wir da noch haben. Bis jetzt, es kommt noch mehr. Natürlich. Der Kuichi ist ehemaliger Polizist, der kurz vor der Rente gefeuert wurde, weil er halt so ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Und die drei sind quasi durch Umstände aneinander geraten und haben jetzt beide kein Geld, haben keinen Job, dürfen jetzt quasi in so einem kleinen illegalen Puff, wo sie so ein bisschen Sicherheitsleute spielen, im oberen Stockwerk wohnen und gehen jetzt jeden Tag zum Arbeitsamt, zu Hello Jobs, wo sie dann so kleine Jobs annehmen. Und das ist aktuell der Stand der Dinge und das finde ich einfach schon mal wirklich sehr sympathisch. Genau, und unser Ichiban
Ichiban will eben ein Held werden. Das Spiel hat für japanische RPGs eigentlich relativ typischen Jobsystem. Das heißt, wartet mal, ich muss meinen Bildschirm ein bisschen anders hinstellen. Der steht so weit weg, das ist doof. Das heißt quasi, die Charakterklassen mehr oder weniger sind eben über Jobs. Dingsi. Ich suche gerade, wo ich das umstellen kann. Weil wirklich nicht mehr. Ich dachte, hier geht's. Weil er ist jetzt zum Beispiel gerade als Held eingestellt. Er hätte aber auch noch einen anderen Job zur Verfügung. Aber bei Ausrüstung ist es scheinbar nicht. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Ah ja, hier natürlich. Genau. Ich stelle ihn jetzt mal auf Selbstständigen, weil die Jobs, wenn man unterschiedlich hochlevelt, hat das auch unterschiedliche Effekte und unterschiedliche Vorteile, aber auch Nachteile. Also aktuell wäre er als Held sehr viel besser eigentlich, aber ich gehe jetzt nochmal zurück auf den selbstständigen Job. Ah, momentan geht das gar nicht anscheinend. Okay, gut, vergesst es. Das ist von der Story noch so eingeloggt anscheinend. Wie gesagt, ich habe noch keine 10 Stunden gespielt. Ich bin noch ziemlich am Anfang des Ganzen. Ja, und im Endeffekt haben wir jetzt hier unsere drei untypischen Helden, die eben versuchen, Geld zu verdienen. Aktuell, meine aktuelle Quest ist es gerade, dass ich einem Bordellbetreiber im Grunde helfe oder einem Bordell. Der hat mich angestellt, weil eines seiner besten Mädchen nicht mehr zur Arbeit gekommen ist. Und am Anfang hat er so getan, als wäre er so ein skrupelloser Zuhälter. Es hat sich aber herausgestellt, dass er sich wirklich Sorgen macht und eigentlich ein total netter Kerl ist. Und letztendlich wurde quasi der Vater von dieser Prostituierten ist in ein Pflegeheim aufgenommen worden. Und dieses Pflegeheim hält den Vater jetzt mehr oder weniger als Geisel, weil sie das Geld nicht zahlen kann. Und sie darf ihn nicht mehr sehen im Grunde. Man weiß nicht genau, was da los ist. Keiner darf in dieses Pflegeheim. Es ist ganz mysteriös. Und wir sind jetzt gerade dabei zu untersuchen, was mit dem Vater dieser Prostituierten ist. Und warum der in diesem Pflegeheim so gefangen gehalten wird. Und wir versuchen, den zu befreien, mehr oder weniger, oder ihr dabei zu helfen. Gleichzeitig hat dieses Bordell Problem mit einer Organisation namens Bleach Japan. Eine Organisation, die die Grauzonen aus Japan rausbleichen will. Weil Prostitution ist eigentlich illegal, aber es gibt eben ganz viele Massagesalons und Badehäuser, die das alles umgehen. Und die wollen das quasi beenden. Die wollen, dass das ein Ende hat mit diesen Grauzonen. Und die machen eben den Prostituierten und so weiter das Leben schwer. Die einfach keine anderen Alternativen haben. Das wird in dem Spiel auch wirklich relativ cool und gut thematisiert und dargestellt und das hat mich sehr gewundert, ehrlich gesagt, die Thematik in diesem Spiel und wie das eben gezeigt wird und dargestellt wird und thematisiert wird. Das ist eigentlich echt cool. So. Ah, natürlich eine wichtige Fähigkeit, die ich jetzt gelernt habe, ist Schatzsuchen. Vor Automaten und Müllbergen kann ich diese Fähigkeit jetzt anwenden. Und mit ein bisschen Glück findet man ein paar Münzen, ein bisschen Kleingeld, die aus Geldbeuteln gefallen sind und sowas. So verdienen wir aktuell unser Geld quasi. Ist das nicht sympathisch? So, wir gehen jetzt gerade ins Jobcenter, weil wir uns Hilfe von dem Chef hier versprechen, der ein sehr netter und kooperativer Kerl war, der uns, obwohl wir alle vier irgendwie ziemlich, oder alle drei bis jetzt ziemlich schwierige Fälle sind, immer wieder Jobs vermittelt hat. Und, ne, auf den können wir uns verlassen. Hoffentlich. Dass ihr da arbeiten wollt, ist völlig egal. Ich habe keine Jobs ich kann keine Jobs herbeizaubern. Vor allem sind im Sunlight Castle... Genau, das ist jetzt nämlich der Plan. Ich musste kurz in den Dialog reinlesen, weil ich wusste es selber nicht mehr genau. Wir wollen jetzt über das Jobcenter einen Job in diesem Pflegeheim erhalten, damit wir da investigieren können, was es damit auf sich hat und was mit diesem Vater ist. Aber die schalten anscheinend nicht mal Anzeigen über Hello Work. Das heißt also, du kannst uns da keine Jobs beschaffen? Leider nicht. Mist.
Naja, ich kann euch keine direkte Anstellung bei Sunshine Castle beschaffen, aber vielleicht klappt es als Zeitarbeiter. Zeitarbeiter? Viele von den einfacheren Aufgaben macht nicht das feste Personal. Die Pfleger sind Angestellte, aber der Rest kommt von einer Zeitarbeitsagentur. Eine Agentur, die nur Pfleger vermittelt. Wenn ich also auf diese Liste komme, dann komme ich in Sunshine Castle rein. Nicht einmal Zeitarbeiter kommen rein, wenn sie keine Erfahrung haben. Damit fällt Kasuga-kun schon einmal raus und Adachi-san auch. Außer ihr verschweigt eine Vergangenheit als Pfleger. Wir haben einen Pfleger im Team. Was? Du kannst uns doch hier nicht so Hoffnungen machen. Aber du, nun Basan, du hast Potenzial. Wer? Ich? Warum er? Na, weil er Krankenpfleger war, ihr Trottel. Laut seinem Lebenslauf hast du mal Krankenpfleger. Genauso etwas suchen die. Du könntest problemlos einen Job im Sunlight Castle bekommen. Super. Adachi-san war früher Polizist. Wie wäre es denn hiermit? Hey, hast du eine Idee? Mit deiner Polizeierfahrung ist dein Job als Sicherheitsmann sicher leicht zu kriegen. Vielleicht kannst du dich beim Sicherheitsdienst im Sunlight Castle unterbringen. Ich dich. Ja, ein Sicherheitsdienst ist genau mein Ding. Das kriege ich hin. Moment mal. Und ich schaue in die Röhre? Für mich muss es doch auch eine Agentur geben. Kasuga-san, du bist Ex-Yakuza, also Yakuza und Altenheim. Ja, Oh, wie wär's denn damit? Kriegen wir jetzt vielleicht sogar neue Jobs? Also auch als Charakterklasse quasi. Jetzt bin ich gespannt, wo das hinführt. Na, wie gesagt, die drei haben gar nichts. Die haben miteinander 10.000 Yen. Das ist nicht viel. Die nehmen, was die kriegen können. Ja, Kaigo-no-Joshu da yo. Haken dekitan da yo. Maa, Bengoshi-san? Ganbatta no ne. Togoro de, Oba-chan. Das Spiel spielt 2019, also noch vor Corona, muss man dazu sagen. Wakaru kai? Ano, hitori musume no iru oji-san nan da ga. So ieba, Astagohan-wa-mada-kashira-ne. Moo tokku-ni-hiru-sugiteru-de. Ah, koko-de-kekko-yo. Doumo-ne. お回りさん。そっちは何か分かったか。いや、今のとこ名の花の親父らしき人間は見当たらねえ。それにしても、ちっとも悪徳施設には見えねえんだよな。介護士の数だって足りてるし、医療機器だって最新のもの。Man könnte übrigens auch auf Englisch stellen, aber ich finde, in Yakuza geht das gar nicht. しっかり金をかけてるぜ。 こら、新人。何度言ったら分かるんだい。便器に自分の顔が映るまで磨き込むんだよ。ほら、次に行くよ。ちんたらしてたら終わんないよ。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。仕方ねえだろ。 お前に勤まる外注業者が他になかったんだから。で、親父さんは見つかったのか？いや、どこにもいねえ。春日の方は。朝から便器しか見てねえよ。あのおばちゃんが厳しくてサボることもできねえ。もしかしたら親父さんはマジでエクセレントルームに入居してんのかもな。例のバカ高い VIP ルームか。エクセレントはありえねえよ。 エクセレントはありえねえよ。エクセレント。あそこに入るには厳しい審査があるって話だ。エクセレント。契約希望者は何度も施設側と面接を重ねるんだとよ。面接？詳しくは知らねえが、家柄や社会的地位を審査するんだろう。入居してんのは財界の大物や引退した資産家とかだって噂だ。たとえ金があったところで、名の恥じゃ審査は通らねえだろうな。お前ら、エクセレントルームは確認してねえのか？ 確認したくてもできねえんだよ。エクセレントの入居者は完全にプライバシーが守られていて、介護から警備まで全て正社員が担当してるんだ。エクセレントルームはどこにあるんだ？最上階だ。
Exzellente Rumor. Das ist so toll. Der exzellente Rumor. Also wir haben keinen Zugriff in die Luxus-Suites quasi, wo der Vater von dieser Prostituierten auch sein soll. まあ、明日からはもう少しペースアップしておくれよ。まだ最上階が残ってるみたいですけど。ああ、7階はエクセレントルームって言ってね。 私ら外注業者は立ち入り禁止なのさ。あ、俺、さっきの便所に忘れ物しちゃいました。取りに行っていいですか？何やってんだい、おっちょこちょいだね。 Ja, wir hatten schon 24.000 Yen, aber ich habe 14.000 Yen beim Mahjong verspielt. Ich dachte, ich kann es vermehren und stattdessen habe ich ein bisschen was verzockt, aber 10.000 haben wir noch. Aber dafür, damit kommt man nicht weit. Oh oh. Was wohl in diesem exzellente Room drin ist. Scheinbar nichts Gutes. Soreja. Oyasumina sai. Bestimmt irgendwelche Experimente gemacht oder so. Hallo, Stromstorm. Kannst du auch ein Donnerstag-Stream? Hä? Na, früher war halt der Donnerstag-Stream immer am Donnerstag, aber neuerdings ist der Donnerstag-Stream immer am Freitag. Oh. Deswegen. So, jetzt sind wir wieder in dem Bordell. Aha, das ging jetzt aber schnell. Okay. Ah. Okay, wo ist Number? Arbeitet bestimmt noch. Hätte nicht gedacht, dass ihr die Sache so ernst nehmt. Aber wir müssen dringend bald mal Infos oder Beweise finden. Ja, aber ich habe im Luxuszimmer was Komisches gesehen. Was? Da bist du hochgekommen? Und was war so komisch? Hey Leute, ich bin so müde, ich könnte glatt umfallen. Naja, Kasuga hat gerade gesagt, dass ihm etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Kannst du mit dem Sterben noch ein paar Minuten warten? Ich kann nicht mehr. Ich weiß, ich sollte nicht jammern. Aber kann das nicht bis morgen warten? Ich bin verdammt müde. Außerdem soll ich morgen früh da sein. Die alte Frau... diese alte Frau ist gerade gestorben. Darum muss ich all diesen verrückten Kram erledigen. Was? Was denn? War das die Frau mit den lila Haaren? Genau, woher weißt du das? Jetzt wird's dramatisch. Allein der Gedanke ist verrückt, aber es muss so sein. Die Frau wurde umgebracht im Luxuszimmer. Im Luxuszimmer?
Bist du sicher? Ich habe nicht gesehen, wie es passiert ist, aber es muss so sein. Warum sollten die ihre eigenen Gäste umbringen? Ein Todesfall bedeutet nur weniger Einnahmen, oder? Ja. Nicht unbedingt. Man könnte zum Beispiel ihre Rentenzahlungen einkassieren. Oh. Rente? Ja. Ein Rentner stirbt, aber man meldet den Todesfall einfach nicht. Da kennt sich der Ex-Cop natürlich aus. Man versteckt die Leiche irgendwo und die Rente und die Pflegeversicherung werden einfach weitergezahlt. Du meinst also, diese Einrichtung könnte ihr Geld stehlen? Sind sie dazu in der Lage? Oh. Hier. Ich habe mir das angesehen. Im Sicherheitsraum gibt es einen Safe, in dem die ganzen Bankunterlagen von den Bewohnern liegen. Die Bewohner sind sicher beunruhigt, wenn das alles weggesperrt ist. Was beruhigt, wenn das alles weggesperrt ist? Aber wenn sie die bereits haben, ist es extrem leicht, an das Geld zu kommen. Und wenn jemand stirbt, wird ein Zimmer für das nächste Opfer frei. Jedes Mal, wenn ein Patient stirbt, erhöht sich der Profit. Scheiße, was? Die zwei kenne ich doch. Hä? Die Typen sind doch vom Sicherheitsdienst. Woher kennst du die denn? Die gehören zu der Yakuza-Familie, die den Laden hier schmeißt. Dam, dam, dam. Die gehören zur Yakuza. Das heißt, sie sind von Sairyu-Clan. Sie gehören zum Ryuto-Familie im Dienst des Sairyu-Clans. Früher tauchten sie ständig bei mir auf, um meine Mädchen zu belästigen. Doch vor etwa 4 Jahren fiel ihnen ein anderes Geschäft in die Hände, sodass eine andere Familie meinen Laden übernahm. Ich weiß, dass die Yakuza einen Sicherheitsdienst als Fassade betreiben. Aber ich habe noch nie gehört, dass sie selber vor Ort sind. Oh. Moment mal. Was ist, wenn das Sunlight Castle dem Sairyu-Clan gehört? Dann wäre es extrem einleuchtend, dass sie die Rente abgreifen. Hallo, Mr. Hawkeye, wie geht's? Gut, gehen wir davon aus, dass dieser Rentendiebstahl tatsächlich passiert. Würde das nicht bedeuten, dass Nanuas Vater längst tot ist? Nein, Nanuas-san Vater lebt noch. Woher weißt du das? Weißt du noch, was Nanuas-san gesagt hat, als sie dem Typen 2 Millionen Yen gegeben hat? Du meinst, als wir beim Telefonieren belauscht haben? Oh. Ja. Der Typ, der das Geld genommen hat, hat irgendwas gesagt. Mir geht's auch gut, danke. Wenn man das zusammensetzt, heißt das wohl, dass noch 3 Millionen Yen fehlen. Und dass sie bis zur Operation noch 10 Tage Zeit hat oder so. Moment mal, das hieße ja... Wenn sie in 10 Tagen nicht 3 Millionen Yen zahlt, töten sie ihren Vater. Echt jetzt? Ja. Sie sagen wahrscheinlich, wenn sie nicht will, dass er stirbt, muss sie bezahlen. Sogar. Ihr Vater wird also als Geisel gehalten. Aber sie muss damit doch zur Polizei gehen können. Echt? Der Laden ist eine Fassade für die Yakuza. Die haben sich schon einen Deal mit... die haben sicher schon einen Deal mit der Polizei. Wenn sie nicht zahlt, stirbt er. Und selbst wenn er stirbt, sieht die Polizei einfach weg. Und man kassiert... Und dann kassieren sie seine Rentenzahlungen. Ah, es ist echt kaum zu glauben. Das stimmt. Verdammt. Hey, wartet mal. Wie viele Tage ist das her, dass du dieses Gespräch mitgehört hast? Ach du Scheiße. 10! Wenn Adachi-san Vermutungen stimmt, wird er also morgen getötet. 3 Millionen... So viel kann Nanoa in ihrem Zustand niemals zusammenkratzen. Ich würde es ihr ja leihen, aber so einen Betrag habe ich nicht einfach so herumliegen. Selbst wenn man zahlt. Wir reden von Yakuza. Denen ist nicht zu trauen.
Dann haben wir keine andere Wahl. Wir müssen ihn um jeden Preis retten. Soda. Ihr Vater ist wahrscheinlich im Luxuszimmer. Legen wir los. Tut mir leid, dass ihr in so eine große Sache hineingezogen wurdet. Dafür hatte ich euch nicht angeheuert. Bitte helft mir trotzdem. Ihr seid meine einzige Hoffnung. Ich flehe euch an. Alles cool, Boss. Aber wenn alle sicher sind, erwarte ich einen Sonderbonus. Gut, abgemacht. Was ist ein Sonderbonus? Ist der groß? Das ist im Soapland so üblich. Ist der Laden voll, erhalten alle einen Bonus. Und wenn jeder einen Bonus bekommt, sind alle glücklich. Von den Ladies bis zum Personal. Wie groß ist der normalerweise? Der Betrag liegt bei 3000 Yen. 3000? Wir sollen unser Leben für 3000 riskieren? Ich halte es für euch bereit, wenn ihr zurückkommt. Bleibt also lieber am Leben. Wäre mir auch lieber. Genau, das ist auf der neuen Xbox. Morgen wird ein stressiger Tag. Wir sollten uns Ruhe gönnen. Hey, wollen wir einen kleinen Abstecher machen? Wohin? Ich kenne da eine nette Karaoke-Bar. Ja, da gehen wir hin. Die Yakuza-Reihe lebt von seinen Minispielen. Die ganze Stadt ist vollgestopft mit Aktivitäten, Lokalen und so weiter und so fort. Und ein Minispiel ist abgedrehter und witziger als das andere. Wenn morgen so ein stressiger Tag wird, sollten wir heute nochmal uns was gönnen tun werden. Und wer soll das bezahlen? Ich sag doch, ich gehe da oft hin. Wir können sicher anschreiben lassen. Kommt schon. Nur ein Drink. Okay, gut. Aber besauf dich nicht völlig. Ich weiß. Gehen wir in die Karaoke-Bar im Barviertel, in die Adachi häufig geht. Okay. Kata, was machst du denn? Überall, es ist echt blöd. Überall Lichter und empfindliche neue Konsolen und Kabel. Muss das sein? Anscheinend. Vom Peitschen bestöcken, wir haben alles. Im Love Magic finden Erwachsene alle Waffen, die sie sich wünschen. Kata, du musst schnell weggehen jetzt. Bitte, heute ist es eher schlecht hier. Sorry, hilf uns. Ja, geh in deinen Karton. So. Peitsche und Stöcken könnten brauchbare Waffen sein. Ja, natürlich. Wir nehmen natürlich hier auch, was wir kriegen können. Waffentechnisch. Da schauen wir doch vielleicht wirklich mal rein. Vielleicht finden wir gute neue Ausrüstung. Oh, aber erst werden wir von kleinen Punks und aufstrebenden Punks hier belästigt. So, jetzt passt mal auf. Machen wir mal einen Megaschwung. Damit treffe ich mit ein bisschen Glück nämlich gleich mehrere Gegner. So, ein Komboschlag. Solange jemand am Boden liegt, gibt es extra Schaden. Und im richtigen Moment B drücken zum Blocken. Das ist auch noch eine wichtige Mechanik. Eher nicht. Ups, wir haben gerade ein Schild kaputt gemacht. Ich hoffe, das wird nicht teuer. Nein, man muss das nicht wirklich zahlen, zum Glück. Das wäre blöd. So, auch unser Heiler kann natürlich gut zuhauen. Und jetzt, es ist zwar total übertrieben und wir brauchen es gar nicht, aber damit ihr es mal gesehen habt, machen wir unseren super Tag-Team-Move. Die Essenz des Chaos. Sehr schön.